gucken, ob der Akku noch eine Aufnahme hergibt. Ach, es ist so super ärgerlich mit diesem Backofen. Der ist halt sehr schmutzig und vor allem auch oben unter, also an der Decke. Und ich hatte ja alles soweit halbwegs sauber, dass ich es benutzen kann. Aber wenn man halt was in den Ofen stellt und dann anmacht, dann ist da auch ein bisschen Luftzug und Hitze. Und dann hat der Akku nicht durchgehalten. Naja, und dann fallen oben von der Decke also diese kleinen, also das, ich weiß nicht, ob das dann Emaille ist oder einfach verbrannte Essensreste oder irgendwas. Das fällt auf jeden Fall auf das, was man so backt. Was ja bei so einem festen Kuchen, wo man das dann hinterher einfach so absammeln könnte, okay ist. Aber bei einem Käsekuchen oder einer Pizza oder einem Auflauf, wo das da halt reinfällt und einfach verschwindet und man das dann hinterher einfach mit isst. Vor allem bei so einem schneeweißen Käsekuchen nimmt das ein bisschen die Freude. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel runterkommt. Gut, aber das ist Tag 5, oder? Warte mal. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Tag 5 der Schreibzeit. Ich habe 4 Kapitel aus Band 2 überarbeitet, geduscht, ein bisschen gehäkelt, gefrühstückt und den Kuchen auf den Weg gebracht. Mehr hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden heute hier nicht mehr passieren. Also ich werde weder putzen noch irgendwas noch kochen zum Mittag oder so, sondern den Rest des Tages eine Mischung aus Überarbeitung und Häkeln machen. Und heute Abend werde ich es auch einfach machen. Ich hatte ja noch diese Hähnchenherzen, die ja jeder von euch so gerne mag. Die werde ich mir einfach mit Tomate, Mozzarella auf den Teller packen und dann ist das mein Abendessen. Also auch etwas einfacher, während wir morgen dann bretonische Galettes ausprobieren wollen. Habe ich noch nie gemacht. Also ich habe mal bei Kräfte Z gearbeitet, Galettes habe ich schon gemacht, aber den Teig noch nicht selbst gemacht. Und der echte original französische Teig ist ja mit Buchweizenmehl. Ich mag Buchweizen eigentlich gar nicht. Andererseits ist das so mein Empfinden von vor 20 Jahren. Vielleicht verhält sich das inzwischen auch ganz anders. Ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Das heißt, es gibt Pfannkuchen herzhaft gefüllt. Da habe ich mir irgendwie Kochschinken, ein bisschen Mais, Reibe, Käse, Peperoni, sowas genommen. Und dann werde ich das alles da reinmanschen. Das könnte auch richtig schief gehen, aber das sehen wir erst morgen. Jetzt erstmal Kuchen fertig machen und dann ein bisschen chillen. Okay, der Kuchen ist noch nicht ganz so durchgekühlt, wie er sein sollte, aber es ist jetzt schon irgendwie 4 und ich wollte jetzt Kaffee machen, also Kaffeepause ohne Kaffee mit Tee. Seit wann hat er denn jetzt hier wieder den Augenfokus? Okay, ich habe definitiv irgendwas an der Kamera verstellt, oh Gott. Okay, also er ist noch lange nicht so durchgekühlt, wie er sein sollte, aber es ist schon zu spät. Aber, also mein Wunsch war es ja im Prinzip exakt den Starbucks Cheesecake, New York Cheesecake nachzubacken. Und das ist definitiv gelungen, also super cool. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Rezept, das ist nicht von mir, in der Infobox. Denn wer den Cheesecake von Starbucks richtig mag, der sollte das mal versuchen. So lecker.
Ach, schade, jetzt war ich eigentlich gerade ganz gut dabei beim Schreiben. Und sind zwei nervige Dinge passiert. Zum einen habe ich versehentlich mein halbes Manuskript umformatiert. Ja, das hat ein bisschen Zeit gefressen. Und dann ist es jetzt wieder nach 18 Uhr. Da ist wieder hier über neben mir richtig viel los. Das ist auch eigentlich fast jeden Abend so. Also danach kann ich eigentlich die Uhr stellen. Dumm von mir, dass ich den Nachmittag mehr fürs Stricken vorhin benutzt habe, was aber daran liegt, dass ich heute Morgen gebacken habe und so weiter. Also ja, das war jetzt ärgerlich, denn bei dem Geschrei und Getrample und allem, was da so vor sich geht, kann ich jetzt nicht so richtig nachdenken. Mein Wunschtraum wäre es trotzdem, ja, heute irgendwie noch auf 10 überarbeitete Kapitel zu kommen. Beziehungsweise es sind ja dann gar nicht nur 10, sondern die Zwischenkapitel sind ja auch immer dabei. Also sind es eigentlich 20. Oder, naja, das sind so halbe Kapitel, also 15. aber das heißt, dass ich noch drei Hauptkapitel und drei Nebenkapitel heute schaffen müsste. Und ich weiß nicht, ob die Konzentration das unter diesen Umständen jetzt noch hergibt. Und nach dem Essen mache ich das immer ungern. Also wenn ich dann, ne, das ist dann so Feierabend für mich, dann möchte ich einfach, dann mache ich den Abwasch, bereite Kaffee vor für morgen und dann häkel ich oder stricke ich, gucke Fernsehen. Dann möchte ich dann nicht so denken, oh, jetzt musst du aber gleich wieder aufstehen und an den Rechner gehen. Das wäre dann irgendwie blöd. Aber ich habe nochmal die Timings gecheckt. Also wenn ich nicht jeden Tag 15 Kapitel schaffe, ist das hier zum Scheitern verurteilt. Also die Überarbeitung kriege ich definitiv fertig, da bin ich mir sicher. Aber die Sachen, die noch geschrieben werden müssen, nicht. Was auch echt unwahrscheinlich ist, dass ich das überhaupt hinkriege, aber ich will es halt zumindest versuchen. Naja, okay, wie auch immer, jetzt gerade ist die Luft so ein bisschen raus, also vielleicht muss ich das dann für mich heute so akzeptieren. Das ist an Backtagen, glaube ich, auch normal. Das frisst halt viel Zeit, so ein Kuchenakt. Und da verliert man halt den Vormittag einfach durch. Aber das ist ja auch der Spaß, den ich mir hier so gönnen will. Und dieser Käsekuchen war es einfach wert. Schreibzeit, Tag 6. Ich baue mir gerade ein Frühstück. Ich hatte einen ganz ausgeklügelten Plan eigentlich für heute. Ich dachte, weil heute Freitag ist, also Wochentag, sind alle hier im Haus mit Schule und Arbeit beschäftigt. Und ich kann noch mal so einen extremen Überarbeitungstag einlegen, eher am Samstag und Sonntag, dann die ganze Familie wieder zu Hause ist und es lauter ist und ich dann vielleicht einfach da meinen Samstagseinkauf erledigen kann und so ein bisschen, naja, die Schreibphasen gut takten kann. Aber es ist heute sehr viel los da oben, alles Action, Stühle, Schrammen, Türen knallen. Es ist nicht so einfach, da die Ruhe zu finden. Vielleicht war das dumm. Möglicherweise gehe ich dann doch heute noch einkaufen, das muss ich dann schauen. Aber aktueller Stand ist, dass ich 10 Hauptkapitel und 10 Nebenkapitel in Band 2 überarbeitet habe, geduscht habe, geputzt habe vorhin, auch vor allem oben im Schlafzimmer, wo man ja immer erstmal dieses Equipment wie so ein Besen oder sowas erstmal diese Treppe hochkriegen muss. Und jetzt gibt's Frühstück. Und dann werde ich mal schauen, wie das hier weitergeht. Das mache ich dann so von der Lautstärke abhängig. Ich komme irgendwie zu keinem weiteren Ergebnis, was diese Peaky Blinder und Downton Abbey Kochbücher angeht. Habe ich hier einen Fleck? Sieht irgendwie in der Kamera so aus. Das ist alles sehr aufwendig. Das wusste ich natürlich auch schon vorher, aber das ist hier platztechnisch einfach schwierig. Oftmals muss man irgendwas auf einer bemehlten Arbeitsfläche machen und dies und jenes. Und das geht hier einfach nicht. Also ich habe mir jetzt ein, zwei Sachen rausgesucht, die ich definitiv zu Hause dann mal machen möchte.
Besonders was so das Backen angeht und so, das ist ja, in der anderen Küche vielleicht, aber hier ist das schwierig und ich will es mir jetzt ja nicht komplizierter machen als nötig. Darum habe ich noch mal ein bisschen Alternativen gesucht und ich hatte ja in der letzten Schreibzeit einen Kartoffelgratin entdeckt für mich. Das habe ich auch zu Hause schon ein, zwei Mal noch gemacht und das werde ich. Geht meine Tür da gerade zu? Ja, egal. Das werde ich hier auch machen und dann einfach 2 Tage essen. Und dann esse ich einmal irgendwie ein Stück Fleisch dazu und einmal dachte ich vielleicht mal Garnelen, denn gegen die ist mein Freund ein bisschen, also nicht schlimm, aber so ein bisschen allergisch. Deswegen machen wir das eigentlich zu Hause nicht. Ist auch ein bisschen was Besonderes. Vielleicht werde ich das machen und dann Züricher Geschnetzeltes, dachte ich, könnte man auch machen. Und nachmittags, und dann zehre ich ja noch beim wunderbaren Cheesecake, oh, der ist so lecker. Aber ich wollte auch noch ein Tiramisu machen mit Himbeeren. Und das werde ich auch dann morgen alles einkaufen. Ich habe jetzt auch schon 2 Portionen Kuchen eingefroren, also einmal vom ersten Kuchen und jetzt vom Cheesecake auch, so dass ich dann ab einem gewissen Punkt auch immer noch Kuchen habe, auch wenn ich nicht mehr backe. Also es ist hier so der Luxus für mich, dass ich jeden Nachmittag Kuchen esse. Also dafür gibt es natürlich auch kein Mittagessen, sondern nur ein Frühstück. Ganz anders als zu Hause, wo es halt kein Frühstück, aber ein Mittagessen gibt und keinen Kuchen. Naja, okay, also soweit die Essensplanung. Ansonsten bin ich bis Kapitel 14 im zweiten Band vorangeschritten. Insgesamt sind es im zweiten Band übrigens 36 Kapitel. Ich liege also noch gut in der Zeit. Es wäre sehr gut, wenn ich heute Abend, wie auch immer, das ist noch 5 oder 6 Kapitel schaffe. Also es wäre so cool, wenn ich heute bis 20 Kapitel käme, weil morgen ja durch den Einkauf und so wieder ein bisschen Zeit flöten geht, muss ich dann mal schauen. Aber ich möchte jetzt auch unbedingt mal hier meinen Strickcardigan vorantreiben. Da habe ich vorhin mich bis zum Ärmel vorgearbeitet. Da hatte ich ja die erste Hälfte schon zu Hause fertig gestrickt. Das ist unglaublich aufwendig, weil es halt Halbpatent ist. Also das Ding selber, die Anleitung ist nicht so kompliziert, aber es dauert halt sehr lange, weil es Halbpatent ist. Und diese erste Hälfte hatte ich schon zu Hause fertig und auch schon die Seitennaht zusammengestrickt. Die zweite geht genauso, nur dass ich sie halt in einer anderen Farbe stricke. Und dann kommt halt noch der große Moment, wo man dann hinten am Rücken die Mittelnaht wieder zusammenführt und auch noch eine Blende dran setzt. Und da wird es auch wieder so eine Ziernaht geben. Das wird spannend. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich diesen Cardigan hier noch fertig kriege. Also, und optimalerweise auch noch meinen Häkelschal. Das wäre cool. Und wenn da noch Zeit ist, noch den zweiten Socken. Ich hatte ja schon einen zu Hause angefangen. Ja, yeah. Also ich muss schon sagen, dass die Zeit einem hier so durch die Finger rinnt. Das merke ich jeden Tag. Ich stehe auf. Heute habe ich mich auch wieder sehr geärgert. Ich bin zu spät aufgestanden. Also optimal ist es eigentlich, wenn ich 7:15 aufstehe, dann ist es so vom Timing her alles perfekt. Heute bin ich 7:45 oder so. Also ich war auf jeden Fall erst 8:30 hier unten mit einem Kaffee und das ist einfach zu spät gewesen, hat mich sehr geärgert. Gut, ist jetzt wie es ist. Aber auch selbst wenn ich früher aufstehe, die Zeit fließt so durch. Also ich stehe auf und dann ist es schon wieder 6 Uhr und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Es geht irgendwie total schnell. Was mich natürlich traurig macht, dass es halt bald schon wieder vorbei ist. Andererseits muss ich mir halt immer sagen, ich habe schon viel in der Zeit geschafft und ich habe ja auch noch eine Woche Zeit. Also alles, es ist ja, noch ist das Ende ja nicht in Sicht. Ich habe ein bisschen Zeit verschwendet, weil ich unbedingt Amazon zum Laufen kriegen wollte auf dem Fernseher, weil ich mit Netflix so weit durch war. Bin hier noch bis Kapitel 17 gekommen. Und habe gerade das erste Galett versaut. Das sieht aus, als hätte da jemand drauf getreten. Gut, mit dem zweiten versuche ich es jetzt nochmal und dann wird gegessen. Ah ja, Nummer 2 könnte besser werden. Jetzt wird's schwierig. Das ja mal beruflich gemacht als Nebenjob. Allerdings hatte ich da komplett anderes Werkzeug. Und ich muss auch sagen, dass dieser Buchweizenmehlteig sehr empfindlich ist. Der geht so schnell kaputt. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube,
glaube, so auf diese Weise würde ich das jetzt nicht noch einmal, ja, da ist er schon wieder kaputt, versuchen würde ich nicht. Jetzt kommt es natürlich noch darauf an, wie das Ganze schmeckt. So, und jetzt kommt der schreckliche Moment. Das wird doch nichts. Nee, also das geht so nicht. Naja, mal sehen, wie es schmeckt.